Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gabriel Knight Teil 2. Wir sind hier im Büro vom Dr. Klingmann vom Zoo in München und der hat uns richtig viel über Wölfe erzählt. Das Problem ist, der lässt uns nicht in den Zwinger rein und sein Hase, der, wie nennt ich das? Der Tierpfleger. Draußen, der Thomas, der macht genau dasselbe. Der sagt, wir dürfen nicht rein in den Zwinger. Und jetzt müssen wir vom Dr. Klingmann irgendwie dazu bringen, dass er uns in den Zwinger einlässt. Und jetzt, wenn wir hier auf die Kassette ein gehen... Ein Walkie-Talkie. Hat Thomas nicht auch so ein Ding gehabt? So ist es. Wir können das natürlich hier drin nicht zusammenschneiden. Er würde das sehen. Danke für Ihre Zeit, Doktor. Ja, keine Ursache. Dasselbe gilt für Thomas, der die ganze Zeit hin und her geht. Deswegen gehen wir gerade an irgendeinen anderen Ort. Zack, hier zum Beispiel. Und wir haben, wie ich euch im Video vorher gezeigt habe, waren nur Thomas und Übergrau da. Dann sind wir zum Klingmann gegangen. Das Feld war noch leer. Jetzt haben wir Klingmann auch hier drin. Und wir haben noch 9 leere Decks. Das heißt, die ganzen Dialoge, die wir eben hatten, sind hier drin gespeichert. Also fast alle. Und legen wir in Deck 1 den Dr. Klingmann rein, das Gespräch. Und in Deck 2 nehmen wir ein anderes. Jetzt gehen wir auf Montage, also eine Lehre. Jetzt sehen wir hier die unterschiedlichen Sachen, die wir so gefragt haben, was es da gibt. Und wenn wir Tipp machen... Alles zu seiner Zeit. Erst muss ich mein Publikum begrüßen. Aha, Publikum begrüßen. Also, wenn wir der Dr. Klingmann sind, wie würden wir jetzt über Walkie-Talkie den Thomas kontaktieren? Am besten... mit dem Namen. Und wir haben gefragt, ja, wie heißt er noch gleich, bla bla, und er hat gesagt, hier gibt es keinen Greg. Meinen Sie vielleicht Thomas? Ja, genau, Thomas. Und wenn ich jetzt löschen will, den Teil mag ich. Dann ich sag, will ihn nicht löschen. Genau, wenn wir nämlich was Richtiges genommen haben, darum können wir es mit Trial and Error machen, wenn wir was Richtiges haben, dann lässt es sich sowieso nicht mehr löschen, bis wir alles komplett haben. Also kann man es im Endeffekt immer weiter ausprobieren und irgendwann würde man es lösen. Selbst wenn man nicht drauf kommt, wie es geht. Ich denke, ich werde hier ein bisschen Autorität anbringen müssen. Also der Hinweis ist, dass wir eine Autorität sind, so eine Person, und zwar was Forscher. Wir müssen die Privatsphäre der Kreaturen schützen, bla bla. Das muss erst bewiesen werden. Unglücklicherweise gibt es nicht mehr viele wilde Wölfe. Die meisten wurden in den letzten Jahrhunderten getötet. In den Alpen gibt es noch ein paar, aber so nahe einer Stadt wie München, sehr unwahrscheinlich. Tut mir leid, aber ich bin genauso verwirrt wie jeder andere auch. Mr. Knight. Ich höre, mögt die Amerikaner keine Titel, aber hier nennt man mich Herr Dr. Klingmann. Dann sagen wir das doch mal. Herr Dr. Klingmann. Herr Doktor genügt mir. Vielleicht hätte ich halt Doktor, oder hätte ich einfach nur Dr. Klingmann oder Klingmann nur machen müssen? Den Teil mag ich. Nee. Ich will ihn nicht löschen. Macht er also richtig. Tipp kriegen wir keinen. Kein Tipp. Den Teil mag ich. Ich... würde auch nicht. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wir zeigen niemand unsere Zeigen haben wir auf jeden Fall. Zeigen Sie dem Doktor, dem Mr. Knight. Zeigen, haben wir Sie irgendwo? Zeigen Sie Mr. Knight unsere Wölfe? Oder gibt es eine die? Die gibt es auch. Okay, wollen wir zeigen? Zeigen. Oder haben wir lassen? Und zu, lassen Sie Mr. Knight zu den Wölfen. Wieso haben wir keinen weiteren Tipp? Das ist seltsam. Eigentlich müssten wir noch einen Tipp kriegen. Können wir löschen? Ist wohl falsch schon. Vielleicht bitte? Gibt es irgendwo bitte?
Sehr unwahrscheinlich. Machen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Bitte haben wir auf jeden Fall. Haben wir auf jeden Fall nicht. Zeigen Sie 1, 2, 3, 4. Mr. Knight. Irgendwo waren die. Wölfe, da, die. Wölfe. Ich glaube, das ist nicht, was ich brauche. Das ist doof. Das ist also nicht, was du brauchst. So, wir hatten auch unsere noch. Oder einfach nur Wölfe? Zeigen Sie Mr. Knight Wölfe? Nee. Wie? Recht bekannt. Unsere Wölfe. Ich glaube, das ist nicht, was ich brauche. Okay, das ist falsch. Den Teil mag ich. Das ist eine leichte Tonverzerrung gerade drin, ne? Seltsam. Ja, sehr beruhigend. Okay, Thomas, Herr Dr. Klingmann. Wie können wir jetzt vorgehen? Die meisten wurden im letzten Jahrhundert getötet. In den Alpen gibt es noch ein paar, aber so nur an der Stadt wie München. Sehr unwahrscheinlich. Wieso kriege ich keinen Tipp mehr? Habe ich vielleicht nur zwei Tipps und hätte hier nicht mehr anwenden dürfen? Das ist aber doof. Keine Titel. Hier nennt man mich. Gibt's ein Bitte irgendwo? Bitte zeigen Sie oder sowas. Oder können wir was ganz anderes nehmen? Oder wir laden neu und machen den Tipp später. Wir wissen, dass Thomas und Herr Dr. Klingmann schon geht. Sollen wir das mal versuchen? Das können wir ganz schnell mit Laden machen. Okay, wir wissen das mit dem Tonbandgerät. Wir gehen weg. Komm, wir gehen mal in die Bude. Ist doch viel schöner da. Und machen dasselbe Spielchen nochmal. Und diesmal fangen wir an mit Thomas. Das hatten wir. Den Tipp schauen wir uns gar nicht an. Herr Dr. Klingmann. Tipp geht nicht. Den Teil mag ich. Ich will ihn nicht löschen. Aber das da oben ging auch nicht. Also kriegen wir keinen dritten Tipp, wie es aussieht. Das ist ja seltsam. Das hatte ich so easy in Erinnerung. Zeigen Sie kein Quick, aber es ist so nicht wirklich gemeint. Vielleicht ist zeigen Sie auch falsch schon. Aber was kann ich denn sonst nehmen? Was kann ich denn sonst nehmen? Vielleicht muss ich Wilde mit reinnehmen.
Ihre Wölfe würde vielleicht gehen, anstatt unsere. Vielleicht ist das so programmiert. Unsere Wölfe oder wie? Ja, muss was anderes sein. Die wilde Wölfe? Glaub nicht, ne? Ich glaube, das ist nicht, was ich brauche. Die Wölfe einfach? Ich glaube, das ist nicht was. Ich glaube, das ist nicht, was ich brauche. Okay, ich muss irgendwas ganz anderes machen. Den Teil mag ich. Ich will ihn nicht löschen. Thomas, Herr Dr. Klingmann. Vielleicht habe ich damit aber auch irgendwas verbuggt hier und darf nicht auf Tipp gehen. Aber das kann ja eigentlich auch nicht sein. Dafür ist es ja gedacht. Was kann man denn da nehmen? Muss erst bewiesen werden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Tut mir leid, ich bin genauso verwirrt. Ja, ich bin auch verwirrt, wie der andere auch. Gibt es möchte? Ich möchte, dass sie. Oder meine Wölfe? Ah, meine Wölfe vielleicht. Zeigen Sie Mr. Knight meine Wölfe, kann das sein? Oder Sie zeigen. Meine Wölfe, Mr. Knight, das ist voll das komische Deutsch zwar, aber okay, vielleicht ist das wegen der deutschen Übersetzung. Ich glaube, das ist nicht, was ich brauche. Nee. Aber der müsste eigentlich schon das erste Wort richtig machen. Oder macht er auch bei Herr schon Stopp und ich kann nicht mehr zurück? Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Nochmal Ende. Versuchen wir es nochmal. Nicht, dass sich da doch ein Bug einspielt. Hoffentlich ist er nicht schon auf dem Speicherstand. Das wäre natürlich total fatal. Passiert denn, wenn ich das da einfach mache? Aber dann kommt er an. Das dürfte es eigentlich auch nicht sein. So, das einladen. Das reinladen. Montage. Wenn ich jetzt sage Thomas und jetzt sage löschen. Den Teil mag ich. Mag er schon. Ich will ihn nicht löschen. Okay, und wenn ich jetzt sage Herr. Den Teil mag ich. Doktor. Den Teil mag ich. Klingmann. Den Teil mag ich. Okay. Zeigen. Den kann ich dann direkt löschen. Da muss das ja schon falsch sein. So, was können wir denn da nehmen? Okay, und Tipp geht auch nicht. Okay, wir hängen.
Ach, vielleicht Herr Dr. Klingmann hier. Ach so. Thomas? Ja? Herr Dr. Klingmann hier, kann das sein? Den Teil mag ich. Ach du Schande. Ja, also Trial and Error geht auf jeden Fall. Kriegen wir jetzt einen neuen Tipp? Lass dich nicht von Gedanken über Gut und Böse verwirren. Die Natur zeigt uns, dass es diese Unterscheidungen nicht gibt. Wir haben beide etwas von unseren Vorvätern geerbt. Ist dein Erbe weniger Fluch oder Segen als meines? Komm zu mir, dein Friedrich. Was war das? Das war kein Tipp, das ist irgendwann später im Spiel. Also hier ist irgendwas verpackt gerade. Kann ich mir nicht anders erklären. Okay, das war ein seltsamer Tipp. Jetzt geht aber Tipp wieder. Warum auch immer. Wir können das nicht mehr löschen. Den Teil mag ich. Ich will ihn nicht löschen. ja. Okay, versuchen wir nochmal zeigen. Sie. Mr. Knight. Die. Wölfe. Ich glaube, das ist nicht, was ich brauche. Okay. Den Teil mag ich. Aha. Ich will ihn nicht löschen. Zeigen Sie, Mr. Knight ist richtig. Okay. Was haben wir denn da noch? Zeigen Sie, Mr. Knight. Zeigen Sie, Mr. Knight bekannt. Zeigen Sie, Mr. Knight meine Wölfe. Ich glaube, das ist nicht, was ich brauche. Hm. Zeigen Sie, Mr. Knight, unsere Wölfe. Thomas, Herr Dr. Klingmann hier. Zeigen Sie, Mr. Knight, unsere Wölfe. Ja, und so einfach geht's. Mit Trial and Error im Endeffekt. Nicht so hilfreichen Tipps. Gut, die ersten beiden waren nicht schlecht. Danach hat es irgendwie nicht mehr geklappt. Aber eigentlich gut machbar. Zack. Das wusste ich noch. Da hatten wir auch, hatte ich früher in der Schulzeit, da war ich ja so 16, 17, wo das rauskam, 94, da hatte ich dann noch mit ein paar Klassenkameraden genau über dieses Rätsel geredet. Das vergisst man nicht mehr so schnell. Da war das auch und da wusste ich nämlich noch, da kann man irgendwie durchklicken sich. So, Dahlkirschen. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie da rein. Wir müssen an seinem Walkie-Talkie. Muss ich den schon ablenken? Ich weiß noch, dass ich mit einer Kuckucksuhr mal ablenken musste. Was war denn das nochmal? Aber das war nicht hier, ne? Er ist nicht da. Das ist schon mal gut. Wir können in seinen Regenmantel oder was das ist. Krummstibitzen. Jetzt gibt es auch Sinn, dass wir den anklicken konnten. Wollen wir direkt schauen? Ich weiß nicht, ob das auf Zeit hier geht. Ich glaube nicht, dass da drin noch irgendwas Besonderes ist. Ah, aber vorher wusstest du, dass was Besonderes drin ist. Okay. Also hier haben wir das Walkie-Talkie. Ein Walkie-Talkie. Hat Thomas nicht auch so ein Ding gehabt? Ja, dann versuchen wir das doch mal. Ah, hier. Kassette mit Klinggangsmontage. Das wird klasse. Das glaube ich auch. Coole Sache. Tun wir ein bisschen austricksen. Schönes Rätsel. Mir noch direkt mal was Tee wieder eingießen. Thomas? Thomas? Ja, Thomas hier? Dr. Klingmann ist da. Zeigen Sie Mr. Knight unsere Wölfe. Ja, Herr, okay, Herr Doktor. Herr Dr. Klingmann ist da, sagt er. Und das habe ich gar nicht geschrieben. Das haben wir gar nicht gemacht. Ich meine, okay, es hat geklappt. Aber das ist auch... Ah. Herr Dr. Klingmann ist hier, Mr. Knight? Sagt er im Englischen. Ich war gerade schon auf dem Sprung. Oh, ich verstehe. Vielleicht ein andermal. Vielleicht. Viel Glück bei Ihrer Arbeit, Mr. Knight. Nach Ihnen. Motzt ihn mal nicht an, weil er im Büro ist.
Ah, hallo, Mr. Knight. Ich bin angewiesen worden, Ihnen einen Wolf zu zeigen. Wirklich? Das wäre toll. Bleiben Sie ganz ruhig und bewegen Sie sich langsam. Die Menge nämlich keine fremden Leid. Das ist ein Spezialtrick. Mit dem locke ich's her. Das mengst ganz gern. Margret, komm her. Komm her, Mädel. Klappt ja gut. Margret, schau mal, was ich da hab. Der Fix, kommst jetzt. Hey Mädchen, gutes Mädchen. Ha, seltsam, sie mag sie. Ich wirke auf Frauen. Ich wirke auf Frauen, mein Gott. Du Feicher, ey. Okay. Sie trägt eine Marke. Alle Zuwürfe tragen eine. Ah, so. Ich hab mein Messer dran, ich glaube nicht. Lassen's das. Hören's damit auf, sofort. Ja. Verheerchen. Entschuldigung. Oh oh. Das hat ihm wohl nicht gefallen. Finger weg von meiner Frau. Das hätten sie nicht da dürfen, Mr. Knight. Nicht? Sie sah so zahm aus. Und wie du? Ein Hund. Ein Wolf ist kein Hund, Mr. Knight. Entschuldigung, wirklich. Ja, schon gut. Ist ja nichts passiert. Seid ihr jetzt fertig? Ja, danke. Ich werde bei Klingmann ein gutes Wort für Sie einlegen. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ich möchte einen wunderbaren Riegel. So viel dazu. Aber da hat man das auch in der Tonaufnahme gehört. Da hat er da was anderes gesagt, weil er im Englischen sagt er wahrscheinlich, Dr. Klingmann is here, sagt er wahrscheinlich. Und dann sagt er jetzt hier in der Übersetzung, haben sie wahrscheinlich einfach, der Übersetzungssprecher hat dann einfach vorgelesen vom Blatt und wusste das nicht. Und hat sie wahrscheinlich gesagt, ist da. Obwohl das gar nicht hier so, würde man ja nicht so sagen am Telefon. Dr. Klingmann ist da. Der sagt natürlich, Dr. Klingmann hier. Na gut, ein Break. Bis demnächst, euer Chojin.